Herzlich willkommen zu unserem Fachforum im Rahmen der BMW Außenwirtschaftstage 2021. Mein Name ist Philipp Kövener. Ich bin im GTAI-Team Trend und Innovation Scouting und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, in den nächsten 2 Stunden die Digital Hub-Initiative kennenzulernen. Wir möchten Ihnen zeigen, wie wir Startups und den Mittelstand miteinander verbinden und dazu gehen wir wie folgt vor. Zunächst ein paar einleitende Worte von mir, ein bisschen was Formelles. Dann kommt ein Grußwort von Thomas Jarzombek, dem Beauftragten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für die digitale Wirtschaft und Startups in Form einer Videobotschaft. Um 10.15 Uhr dann werde ich Ihnen kurz die Digital Hub-Initiative vorstellen. Das ist vor allen Dingen für diejenigen, die sie noch nicht so gut kennen, bevor wir dann in die Breakout-Sessions gehen, um 10.20 Uhr. Unsere Breakout-Sessions sind jeweils 2 geteilt. In der ersten haben wir einmal das Thema Logistik von morgen. Hier sprechen unsere Digital Hubs Dortmund und Hamburg. Weiterhin das Thema international mit AI und Smart Production. Hier sprechen unsere Digital Hubs Karlsruhe und Stuttgart. Um 10.50 Uhr dann eine kurze Pause, bevor wir dann um 10:55 Uhr weitermachen mit unserer 2. Breakout-Session Digital Health, neue Marktchancen für innovative Geschäftsmodelle vom Digital Hub Erlangen und vom Hub in Nürnberg ist das eine Thema. Und das zweite Thema, unsere Hubs Berlin und Leipzig sprechen zum Thema starke Netzwerke und Kooperation für den Erfolg. Um 10:55 Uhr beginnt dann unsere Podiumsdiskussion. Das Thema DE-Hub innovativ im In- und Ausland, moderiert von Johannes Berg, dem Hub-Manager des Hubs Hamburg. Und Ihren Fragen stellen sich Caroline Hewelt, die Co-Founderin von RCKT, und Stefanie Burgdorf, Senior Manager Trend und Innovation Scouting bei der GTAI. Schließlich um 11.50 Uhr eine kurze Zusammenfassung und dann verabschiede ich Sie in den weiteren Tag. Bevor wir mit dem inhaltlichen Teil beginnen, ein paar Housekeeping-Themen. Sie können gleich, wenn die Breakout-Sessions beginnen, links auf dem Bedienpanel diese anwählen. Sie können jederzeit zwischen den einzelnen Sessions wechseln. Das bedeutet, Sie können mehrere Themen ansehen. Während der verschiedenen Programmpunkte haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hierfür bitte ich Sie, die Chat-Funktion zu verwenden. Weiterhin der Hinweis, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird und im Nachgang in der Mediathek der BMW Außenwirtschaftstage zur Verfügung gestellt wird. So, das waren die formalen Themen. Jetzt freue ich mich sehr auf das Grußwort von Thomas Jarzombek zum Thema Startups und Startup-Förderung. Und danach spannen wir den Bogen zu unseren Digital Hubs. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter von Startups und digitaler Wirtschaft. Ich freue mich sehr, Ihnen die allerbesten Grüße vom Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zu bestellen. Und das Thema Außenwirtschaft und Export ist für die deutsche Wirtschaft ein großes Thema. In manchen Jahren sind wir der Export-Vize-Weltmeister, manchmal waren wir auch Export-Weltmeister. Und insofern liegt es auf der Hand, dass wir halt eben immer auch auf die globalen Märkte gucken und wie wir hier erfolgreich werden können. Und es ist für uns wichtig, dass die jungen Wilden und die neuen, die Startups, die faire Chance bekommen, mit den etablierten Unternehmen einerseits zu partnern, aber andererseits diese auch herauszufordern. Und diese Herausforderung, die ist das Salz in der Suppe letzten Endes. Das wissen wir aus großen Organisationen, im Wirtschaftsministerium, in den Parteien, an anderen Stellen, genauso wie in den großen Unternehmen, dass diejenigen, die wirklich ganz andere Ideen haben, um es mal vorsichtig zu sagen, es gerade nicht immer leicht haben, in den großen Organisationen durchzukommen. Und deshalb liegen uns die Startups eben auch so am Herzen, weil das die Plattform ist, auf der man am Ende die Etablierten wirklich herausfordern kann und was auch für disruptive Innovation sorgt. Und hierfür machen wir eine ganze Menge als Bundeswirtschaftsministerium. Das Wichtigste erstmal ist wahrscheinlich schon die Finanzierung und deshalb starten wir genau in diesen Tagen jetzt mit unserem 30 Milliarden Zukunftsfonds, wo wir 10 Milliarden öffentliche Gelder reingeben und 20 Milliarden am Ende hier auch private Investitionen anreizen wollen. Das ist eine wichtige Basis für den Erfolg der Startups. Ein anderes Thema sind aber die Fachkräfte. Wir haben ja hier gerade die parlamentarische Beratung zum Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Ich glaube, das ist ein wichtiges Instrument, um gerade auch international Talente anzuwerben.
Wir haben aber auch in der Vergangenheit beispielsweise mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz Dinge gemacht, um halt eben das Anwerben von Top-Talenten aus dem Ausland zu verbessern, indem man hier beispielsweise im IT-Bereich auch Menschen holen kann, die kein abgeschlossenes Studium haben im entsprechenden Bereich, was ja häufig im IT-Sektor bei Autodidakten ein Problem gewesen ist in der Vergangenheit oder auch durch zentrale Service Center, die Terminvergaben in den Botschaften für die Visa zu verkürzen. Das sind also Maßnahmen, die wir schon gemacht haben. Wir haben viele weitere Dinge auch im Blick und ich freue mich auch mit Ihnen persönlich weiter den Dialog über die Fragen zu führen, wie wir die Startup-Ökonomie nach vorne bringen und die digitale Wirtschaft ebenfalls. Wichtig ist mir hier am Ende auch die digitale Hub-Initiative des BMWI, wo wir über ganz Deutschland verteilt mit einer ganzen Reihe dieser Digital Hubs am Ende halt eben etablierte Unternehmen mit Startups, mit Wissenschaft zusammenbringen und hier auch das Potenzial gerade für die Gründerinnen und Gründer verbessern. Und das ist noch mein letzter Punkt. Ich finde es sehr wichtig, dass wir auch mehr Gründerinnen erreichen und deshalb machen wir auch eine ganze Reihe von Maßnahmen, um es am Ende hier leichter zu machen, eben auch für die Damen und für Mädchen zu gründen oder vielmehr die Mädchen auch schon in jungen Jahren als Thema Gründen heranzuführen. Und deshalb freue ich mich sehr, heute bei Ihnen sprechen zu dürfen und ich wünsche Ihnen für Ihre Tagung heute alles Gute, viel Erfolg und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Herr Herzenbeck. Sie sehen, das BMWI tut eine ganze Menge für die digitale Wirtschaft und ich würde Ihnen jetzt gerne die Digital Hub Initiative auf zwei Folien kurz erklären. Die Initiative ist 2017 unter Schirmherrschaft des BMWI entstanden und besteht aus physischen Orten in 12 deutschen Städten, an denen Startups und etablierte Unternehmen zusammensitzen und an den Lösungen und an der Zukunft ihrer jeweiligen Branche arbeiten. Das muss man sich so vorstellen, vielleicht an zwei Beispielen. Frankfurt ist eine Stadt, in der viele Banken sind. Hier ist unser Fintech-Startup, unser Fintech-Hub, pardon. Und hier sitzen Fintech-Startups und Banken zusammen und überlegen, wie die Zukunft der Bankenbranche, der Bankingbranche aussehen und gestaltet werden kann. Zweites Beispiel Hamburg. Hier ist der große Hafen. Hier sind viele Logistikunternehmen. Hier sind Logistik-Startups in unserem Logistik-Hub mit Logistikunternehmen und überlegen auch hier, welche digitalen Lösungen es für die Logistikbranche gibt. Der Hintergedanke bei der ganzen Sache ist, die Digitalisierung für die deutsche Wirtschaft zu nutzen und die Wirtschaft in Deutschland zukunftsfähig zu halten. Wir vernetzen also in diesen Hubs Startups mit KMUs, mit Großunternehmen, mit der Wissenschaft und mit der Politik und versuchen eben sozusagen das auf den Weg zu bringen, um die Digitalisierung in Deutschland zu nutzen. Zweite Folie, ein paar Zahlen. Sie sehen, wir sind ein wachsendes Ökosystem. Unsere Zielgruppen sind, kann man in 5 Gruppen aufteilen, Startups, KMUs und Großunternehmen. Wäre vielleicht ein Beispiel, Corporates nennen wir sie hier. Wir brauchen weitere Unternehmen, wir möchten gerne, dass das Netzwerk weiter wächst, dass sich Unternehmen jeglicher Couleur in diesen Hubs ansiedeln, um weiterhin in ihren jeweiligen Branchen an Lösungen zu arbeiten. Natürlich sprechen wir auch sehr viel mit Investoren, weil wir gerne möchten, dass Geld in die Startups fließt. Und wir versuchen, Talente anzuziehen. Herr Herzenbeck hat es ja gesagt, wir brauchen Ideen. Wir möchten gerne weiter Leute mit Ideen in den Hubs haben. Momentan haben wir 2.442 Startups in unseren Hubs, knapp 2.900 Partner. Das sind, wie ich eingangs schon erwähnte, KMUs, Corporates, aber auch Wissenschaft und Verwaltung und Regierung. Wir hatten bisher 1.360 Kooperationen und, was mich besonders freut, 455 erfolgreiche Vernetzungen, das heißt, wo Startups mit den Partnern vernetzt wurden. So viel zum Hintergrund zur Initiative. Jetzt möchte ich gerne eine Frage an Sie stellen. Gleich wird unsere Umfrage freigeschaltet. Wie stark hatten Sie bisher Kontakt zur Initiative bzw. zu den einzelnen Hubs? Wie gesagt, bitte stimmen Sie jetzt ab. Sie sehen die Antworten.
Wir sind bereits Mitglied oder Partner in einem Hub. Wir haben Interesse, Mitglied oder Partner zu werden. Wir haben schon mal von der Initiative gehört oder wir kennen die Initiative nicht. Das sind die Antwortmöglichkeiten. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Antworten. So, und wir sehen jetzt schon die ersten Ergebnisse. 31% sagen, wir sind bereits Mitglied. Das heißt also, einige Mitglieder hier sind heute im Chat oder in dem Forum. Etwa die Hälfte von Ihnen sagt, wir haben schon von der Initiative gehört. Das freut mich sehr. Und nur 20% sagen, wir kennen die Initiative nicht. Das ist eine erfreulich geringe Prozentzahl. Und für die machen wir natürlich auch heute dieses Forum. Also, vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Antworten. Nun gehen wir an die Breakout-Sessions. Wie gesagt, Logistik von morgen und international mit AI und Smart Production vor der Pause. Nach der Pause dann Digital Health, neue Marktchancen für innovative Geschäftsmodelle und starke Netzwerke und Kooperationen für den Erfolg. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und wir sehen uns wieder um 5:30 Uhr.